Aus meinen Worten spricht keine Bitterkeit, nur Enttäuschung. Die Verräter werden ihre moralische Strafe erhalten. Ich werde nicht zurücktreten. Sie können uns unterjochen, aber den Fortschritt nicht aufhalten. Ich danke Ihnen, dass Sie einem Mann vertraut haben, der der Sehnsucht nach Gerechtigkeit eine Stimme gegeben hat. Wir hörten die Rede in dem Augenblick, als es passierte. Wir waren mit holländischen Priesterseminaristen zusammen. Wir weinten alle. Es hieß, Allende sei ein Aristokrat. Trotzdem war er ein Politiker, der uns, die Arbeiterklasse, verstand. In aller Bescheidenheit. Wir wollen einen neuen Weg der Revolution gehen, um gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen. Unsere Regierung ist demokratisch, national, revolutionär. Sie wird den Weg zum Sozialismus öffnen. Am 11. September 1973 ist der Präsidentenpalast La Moneda in Santiago de Chile Schauplatz einer der letzten Schlachten des Kalten Krieges. Präsident Salvador Allende will heute eine Volksabstimmung über seine Regierung ankündigen, um den drohenden Putsch abzuwenden. Zu spät. Es ist 6.11 Uhr. Suena el teléfono. Me toca contestar la llamada. Das Telefon klingelte. Es war General Urrutia. Er verlangte, den Präsidenten zu sprechen. Ich sagte, nein, der ist sehr spät schlafen gegangen und darf nicht geweckt werden. Er sagte, ich übernehme die Verantwortung. Die Lage ist ernst. Wir machten uns auf den Weg und erhielten den Befehl, alle Waffen mitzunehmen, die für den Ernstfall vorgesehen waren. Sechs Uhr. Die Marine besetzt die Stadt Valparaíso und verhaftet über 1000 Anhänger der Allende-Regierung. Die Verbindungen nach außen werden gekappt. Nur eine Leitung bleibt offen. Über sie alarmiert der Präfekt der Carabineros um 6.11 Uhr Allende. Der Präsident weiß nun genug, um beunruhigt zu sein, aber zu wenig, um das Ausmaß der Gefahr einzuschätzen. Es ist eine Falle. Allende fährt in den Moneda-Palast. Trügerische Ruhe in Santiago. Die Militärs warten ab, bis Allende im Palast ist. Dann riegeln sie das Zentrum der Stadt von den Arbeitervororten ab.
Im Arbeitszimmer ruft Allende seine Getreuen zusammen. Ein paar Minister, enge Freunde und 20 Leibwächter. Das letzte Foto des Präsidenten. In der Hand die Kalaschnikow, ein Geschenk von Fidel Castro. Er wartet auf Hilfe durch regierungstreue Einheiten unter Führung von Oberbefehlshaber Augusto Pinochet. Allende glaubt fest an Pinochets Treue, bis er um 8.32 Uhr die Proklamation der Militärjunta hört. Erstens, dass der Präsident der Republik sofort seinen hohen Posten an die Streitkräfte und Carabineros Chiles abgeben muss. Zweitens, dass die Streitkräfte und das Korps der Carabineros von Chile sich darin einig sind, die historische und verantwortungsvolle Aufgabe zu beginnen, für die Befreiung des Vaterlandes vom marxistischen Joch und die Wiederherstellung der Ordnung und der Verfassungsrechtlichkeit zu kämpfen. Unterzeichnet Augusto Pinochet. Allende sagte immer wieder, wo ist Pinochet? Findet ihn. Ich weiß, dass er auf meiner Seite steht. Als man ihm die Wahrheit sagte, verlor er die Fassung. Der Hoffnungsträger des demokratischen Sozialismus ist nun ganz alleine in seinem Palast, eingekesselt von 4000 Soldaten. Niemand kommt ihm zu Hilfe. Die Palastwachen desertieren. Allende entschließt sich zu einer Abschiedsrede und stellt eine Telefonverbindung zu Radio Magallanes her. Salvador hatte den Helm auf. Er beugte sich zum Telefon hinunter, um zu sprechen. Es war der letzte Kontakt nach außen. Es war nicht einmal sicher, dass seine Worte von Radio Magallanes übertragen wurden. Er sprach vollkommen frei, ohne Notizen. Die Worte kamen aus der Tiefe seiner Seele. Der ruhige Klang meiner Stimme wird Sie nicht mehr erreichen. Das macht nichts. Es bleibt die Erinnerung an einen würdigen Menschen, der der Sache der Arbeiter treu geblieben ist. Wie viele Wohnungen fehlen in Chile? 600.000. Der Genosse hat es gewusst, sehr gut. Nur zwei haben die Antwort gewusst. Die anderen schweigen. Sie haben vergessen, was ich schon 50 Mal gesagt habe. Es will nicht in ihre Köpfe. Und dann beschweren sie sich und ich verliere die Wahlen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Er war nicht gerne mit dem Volk zusammen. Dort fühlte er sich unwohl. Er sprach nur gerne zum Volk. Und das konnte er sehr gut. Sein Milieu war die Bourgeoisie. Er schätzte Frauen aus der Oberschicht als seine Geliebten. Und er trank den besten Whisky, niemals billigen. Er fuhr gerne mit seinem Segelboot hinaus und liebte La Bella Figura. Geboren wird Salvador Allende am 26. Juni 1908 in Valparaíso. Sein Vater, ein wohlhabender Rechtsanwalt, erzieht ihn im humanistischen Geist der Freimaurer. Oft geht der Junge in die Werkstatt eines anarchistischen Schuhmachers und lässt sich von den revolutionären Theorien Marx und Bakunins erzählen. Salvador ist Landesmeister im Schwimmen und Zehnkampf. Ruhm erlangt er auch als Boxer und als Charmeur. Schon als Junge weiß er, was er werden will, Präsident. Ich
1933 gehört Allende zu den Gründern der Sozialistischen Partei Chiles und erhält als junger Arzt Berufsverbot. Politisch kämpft er für eine Zusammenarbeit aller linken Parteien und für einen friedlichen Weg zum Sozialismus. Seine Genossen verspotten ihn als Lenin im Anzug. Allende schlägt sich durch mit dem Sezieren von Leichen und mit kranken Besuchen in den Slums von Valparaíso. Hier lernt er das Chile der Rotos, der Kaputten, kennen, wie sie vom Bürgertum verächtlich genannt werden. Seine Erfahrung mit der sozialen Ungerechtigkeit und dem Elend prägt ihn. Er hat eine Mission zu erfüllen. In Magallanes sammeln die Hirten der riesigen Schaffarmen und die Arbeiter der Schlachthöfe für ihn, damit er eine Wahlkampfreise in den Süden machen kann. Hier wird er 1945 zum Senator gewählt. Beim vierten Anlauf, bekommt Allende 36,3% der Stimmen und wird mit Hilfe der unterlegenen Christdemokraten zum Präsidenten gekürt. Der erste frei gewählte marxistische Präsident in der Menschheitsgeschichte. Seine Koalition aus Sozialisten, Kommunisten, Sozialdemokraten und linken Christen heißt Unidad Popular, Volkseinheit. Die Linke in der ganzen Welt ist begeistert. Sozialismus und Demokratie sind vereinbar. Schon in den ersten Amtsmonaten steigen die Löhne um 25%, ein Fest für die Armen. Die Reichen packen die Koffer. Chuquicamata, die größte Kupfermine der Welt, im Besitz der US-amerikanischen Anaconda. Allende verstaatlicht sie, ohne Entschädigung. Auch 90 chilenische Großunternehmen werden enteignet. Der Staatssektor soll Motor des Fortschritts werden. Die Regierung Allende ging mit Hilfe der von Kommunisten und Sozialisten kontrollierten Gewerkschaften vor. Die zettelten einen Streik an und legten die Produktion lahm. Das lieferte den Vorwand für den Arbeitsminister, die staatliche Intervention anzuordnen, um die Produktion wieder aufzunehmen. Er setzte einen sozialistischen Verwalter ein. Das Verfahren nannte sich legaler Trick. Aber wir waren der Ansicht, so etwas ist glatter Rechtsbruch. Contraria derecho, un fraude al derecho. Arbeiter besetzen gegen den Willen der Regierung Hunderte von Betrieben. Landarbeiter nehmen mit Gewalt Bauernland in Besitz. Ihre Parole: zum Teufel mit den Mumien. Beim Mittelstand bricht Panik aus. Allende kann die Geister, die er rief, nicht mehr bändigen. Das nutzte dem Spiel der Rechten und verschlechterte das Kräfteverhältnis. Um die Revolution, unser Programm durchzuführen, brauchten wir die Mehrheit der Chilenen. Das ist doch klar. Die hatten wir am Anfang mit Hilfe der Christdemokraten, Anfang 1971 auch noch ohne. Aber dann ging es abwärts. Im Dezember 1971 ist Fidel Castro zum Staatsbesuch eingeladen, für 5 Tage. Er bleibt 3 Wochen und schürt das Revolutionsfieber. Der Kubaner glaubt nicht an einen friedlichen Weg zum Sozialismus und bedrängt Allende, er solle die Arbeiter bewaffnen. Mein Vater widersetzte sich und sagte: Nein, Chile ist für einen zivilen und demokratischen Weg bestimmt. Wir haben eine starke und funktionierende parlamentarische Tradition. Tiefgreifende Reformen sind nur demokratisch und pluralistisch möglich. Er war seiner Zeit im Denken voraus und stemmte sich gegen den damals herrschenden revolutionären Wind. Musik
11. September 1973. Um 11 Uhr läuft das Ultimatum ab. Noch halten 20 Leibwächter im Palast und 8 Scharfschützen auf dem Dach des benachbarten Arbeitsministeriums eine ganze Armee in Schach. Allendes Leibwächter entwickeln einen Fluchtplan. Doch er will im Palast bleiben. Nur als Leiche, so Allende, könne man ihn hinausbringen. Um 10.45 Uhr begeht sein Freund, der Journalist Augusto Olivares, Selbstmord. Der Präsident befahl, vor den drohenden Bombenangriffen Schutz zu suchen. In einem Gang, in dem wir Schutz fanden, war ich für einen Moment mit ihm alleine. Er legte den Kopf an meine Schulter und weinte über den Tod seines Freundes Augusto Olivares. Ich bin informiert worden, dass Allende verhandeln will. Achtung, der Kerl ist gerissen. Wenn er verhandeln will, muss er ins Verteidigungsministerium kommen und sich den 3 Oberkommandierenden ergeben. Sonst wird bombardiert. Um Punkt 11. Allende ergibt sich nicht, handelt aber über Telefon aus, dass die Frauen den Moneda-Palast verlassen können, darunter seine beiden Töchter Beatrice und Isabel. Wir fühlten uns wie Verräterinnen und wollten bleiben. Meine Schwester, ich, ein paar Sekretärinnen und Journalistinnen. Wir weigerten uns zu gehen. Als wir sahen, dass unsere Haltung ihn ängstigte, gehorchten wir schließlich. Er brachte uns zum Ausgang Morandestraße und umarmte uns, wortlos. Das war sehr bewegend, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es das letzte Mal war. Der Krieg des bürgerlichen Chile gegen Allende beginnt ein Jahr vor dem Putsch im Oktober 1972. Aus Protest gegen die Enteignungen treten Fuhrunternehmer, Ärzte, Ladenbesitzer und Industrielle in den Generalstreik und legen das Land lahm. Allende verhandelt mit den Unternehmerverbänden. Zwangsmaßnahmen lehnt er ab. Er konnte sich bei seinen Leuten nicht durchsetzen. Ihm entglitt die Kontrolle über die Situation. Und das Land ging deshalb den Bach herunter. Das war kein Spaß mehr, denn das Ergebnis war die Zerstörung von Chiles Wirtschaft. Die Lebenshaltungskosten steigen im Jahr 1972 um 163%. Alle verstaatlichen Betriebe arbeiten mit Verlusten. Der Staat druckt Geld und die Inflation erreicht schwindelerregende Höhen. Durch den Oktoberstreik der Unternehmer bricht die Versorgung zusammen. Kriegsökonomie. Wir, die Zivilisten, trieben die Geschichte voran. So war das. Die beiden großen Streiks, Oktober und dann im August 1973, brachten die Regierung zu Fall. Die politische Rechte gründet eine Terrororganisation Patria y Libertad, Vaterland und Freiheit. Das Land wird mit Bomben und Attentaten destabilisiert. Ich machte mit bei Vaterland und Freiheit, aber nicht als Mitglied. Das war eine vorübergehende Erscheinung. Es war notwendig, so einen Organismus zu schaffen. Das war eine Terrororganisation. Ja. Wer das Rad der Geschichte zurückdreht,
den Willen des Volkes missachten will, soll wissen, ich bin kein Märtyrer. Aber ich verlasse die Moneda erst, wenn ich das Mandat des Volkes erfüllt habe. Allende ruft die Generäle in sein Kabinett und verspricht, illegal enteignete Betriebe zurückzugeben. Oberbefehlshaber Carlos Prats wird Vizepräsident. Er verkörpert die Hoffnung auf Ordnung und nationale Versöhnung. Im Dezember 1972 fliegt Allende nach Moskau. Der große Bruder soll ihm mit Krediten helfen. Doch das KGB sagt nein. Unsere Meinung war, das chilenische Experiment ist zum Tode verurteilt. Und zwar, weil Allende ein chemisch reiner Demokrat war, diktatorische Maßnahmen und eine Politik der eisernen Faust ablehnte. Er hielt an den demokratischen Regeln fest. Bis zum Schluss. Aus der Erfahrung anderer Länder wussten wir, dass es mit diesem Idealismus Allendes nicht möglich war, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Leonid Brezhnev bleibt hart. Keine Dollars für Chile. Nach den Verhandlungen sagt Allende, ich habe den Dolch im Rücken. Allende wollte seinen Besuch abrupt abbrechen. Er sagte, ich reise ab, hier kriegen wir nichts. Botschafter Anatoly Dobrynin informiert Henry Kissinger. Die Sowjetunion wird Allende nicht helfen. Sie will kein zweites Kuba und keinen neuen Konflikt mit den USA. Beide Supermächte können mit Allendes Sozialismus in Freiheit nichts anfangen. Die Nixon-Regierung will Allende mit wirtschaftlichem und politischem Druck stürzen. Als die CIA-Agenten vor Ort Kontakt mit Putschgenerälen aufnehmen wollen, bekommen sie Befehl, sich aus dem geplanten Putsch herauszuhalten. Aus Kissingers Sicht geht von Allende keine Gefahr mehr aus. Kissinger had this very private new explanation. Kissinger erklärte im kleinsten Kreis, dass es seine erfolgreiche Diplomatie mit den Sowjets war, die Moskau davon überzeugte, Allende fallen zu lassen. Was Kissinger nicht weiß, Brezhnev verspricht Allende unter vier Augen Waffen, um die Armee ruhig zu stellen. Allende trata de acariciar la pata del tigre. Allende versucht, die Pfote des Tigers zu streicheln, damit er nicht beißt. Aber der beißt trotzdem. Er schickte Pinochet hierher nach Moskau, um die Waffen auszusuchen. Er bekam für den Waffenkauf einen Kredit von 100 Millionen Dollar. Ich und der ganze KGB wussten nichts davon. Es war ein Geheimabkommen zwischen den beiden Armeen. Ich erfuhr es aus sicherer Quelle, als die Schiffe mit den sowjetischen Waffen schon auf See waren. Mit Panzern, Kanonen und viel Munition. Ich schrieb persönlich eine dringende Eingabe an die sowjetische Regierung, um die Schiffe zu stoppen und zu anderen Zielen umzuleiten. Denn der Staatsstreich lag in der Luft. Allende bekommt die Waffen aus Moskau nicht. Das schwächt ihn und General Pinochet, den er am 23. August zum Oberkommandierenden ernennt. Die Verschwörer sehen in Pinochet einen treuen Diener Allendes.
Pinochet schloss sich erst in letzter Minute dem Putsch an, voller Zweifel. Er war sich so unsicher, dass er seine Familie vorsichtshalber an die argentinische Grenze schickte. Eine zwiespältige Figur, wie von Shakespeare geschaffen. Weil das schlechte Gewissen so auf ihm lastete, wurde er später der härteste der Putschisten, der brutalste und kriminellste. Denn dann teilte man dem Präsidenten der Republik mit, dass er die Führung der Nation abgeben solle, ohne Blutvergießen. Sin embargo, el señor Allende se negó a aceptar. Aber Herr Allende weigerte sich, das anzunehmen. Ab 11.52 Uhr wird der Palast von Hawk-Hunter-Flugzeugen angegriffen und mit Raketen beschossen, 21 Minuten lang. Drei Tage vor dem Ende, am 8. September, feiert Allende auf dem Landgut El Cañaveral den Geburtstag seiner Tochter Beatrice. Angel Parra singt ein prophetisches Lied. Was wird aus dir, Mädchen, wenn Blut fließt und tausend Mörder auf den Straßen sind? Disparan contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si la guerra tu patria parte en dos, si la muerte se lleva tu primer amor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y había un ambiente de caído. Die Stimmung war gedrückt, selbst Licht gab es nur wenig. Als wir ankamen, stand Don Salvador vom Schachspiel auf. Gut, dass ihr da seid. Ihr müsst ja ein bisschen Stimmung machen. Er war sehr traurig. Versunken im Selbstgespräch über das nahe Ende. Er wirkte wie die Figur aus einer griechischen Tragödie. Wir waren auch solche Figuren, aber nur er war sich dessen bewusst. Ich glaube, der Wind der Revolution hat uns übel mitgespielt. Den Preis dafür hat ganz Chile bezahlt. Vielleicht haben wir den Rhythmus dieses Landes doch nicht verstanden, sagt Allende in dieser Nacht zu einem Freund. Er organisiert den Rückzug. Allende verstand, dass es keinen Ausweg gab. Unsere Sache war verloren. Es sei besser aufzugeben und die Macht in einer Volksabstimmung abzugeben. Nur so, sagte er, können wir ein Blutvergießen verhindern. Das war das Ende. Nichts ist schlimmer als ein Bürgerkrieg. Er bedeutet totales Chaos. Selbst wenn wir ihn gewinnen, das Volk, die Regierung, wir würden trotzdem verlieren. Noch schlimmer, das Land würde verlieren. Drei Wochen vor dem Putsch bittet Allende Kardinal Silva Enríquez um Vermittlung. Der lädt ihn und den Chef der Christdemokraten, Patricio Aylwin, in sein Haus. Eine letzte Chance. Es war wie in einer griechischen Tragödie. Ein Dialog von Taubstummen. Yo no creo que nadie quisiera realmente
Keiner von uns wollte die Zerstörung der Demokratie. Aber die Ereignisse entwickelten sich so dramatisch, dass die Demokratie auf der Strecke blieb. Die Christdemokraten führen den Dialog nur halbherzig. Der rechte Flügel unter Führung des ehemaligen Präsidenten Eduardo Frei konspiriert mit den Putschisten und betreibt Allende's Sturz. Die demokratischen Parteien und die katholischen Bischöfe entschieden, dass das Land auf Dauer ruiniert würde, wenn sie nicht eingriffen. Und sie forderten die Generäle auf, zu handeln. Senator Elwin war einer von denen, die sich an die Militärs wandten. Er war der Chef der Christdemokratischen Partei. Meine schlimmsten Feinde, so Allende, habe ich in der eigenen Partei. Die Sozialisten unter Führung von Generalsekretär Carlos Altamirano lehnen den politischen Dialog als Kapitulantentum ab. Sie wollen die Macht mit den Waffen verteidigen. Zwei Tage vor dem Putsch hält Altamirano eine Rede. Wir sind die Avantgarde des Proletariats, bereit, jedem Putsch zu widerstehen. Chile wird sich in ein neues, heldenhaftes Vietnam verwandeln. Die Rede wurde nicht veröffentlicht, weil die Presse gegen uns war. Niemand hat die Rede gelesen. Sie wurde im Radio übertragen. Richtig, aber nur Reden, die man lesen kann, haben eine Wirkung. Außerdem, es gibt kein historisches Ereignis von Bedeutung ohne ein hohes Maß an Verrücktheit, Verantwortungslosigkeit und vor allem Utopie. Im Haus des Rechtsanwaltes Gamboa im Stadtteil Locurro treffen sich seit Juni 1973 die Verschwörer, um den Staatsstreich vorzubereiten. Wir waren 5 oder 6 Heeresgeneräle. Dazu kamen einige von der Luftwaffe. Aber zu den Treffen im Hause Gamboas kamen auch Zivilisten, Parteienvertreter. In der Mehrheit, und das ist lustig, waren es Christdemokraten. Und General Pinochet? Wenn Sie mich fragen, für uns, die wir ganz tief in der Sache drin steckten, war er zweifelhaft. Er tat seinen Job. Hinterher behauptet er in seinem Buch, er habe den Putsch vorbereitet. Auf seine Weise vielleicht, aber wir haben davon nichts bemerkt. Die Armee ist gespalten. Sollen die Generäle erneut in Allendes Kabinett eintreten, um die Staatskrise zu lösen? Dieser Ausweg wird vom US-Geheimdienst CIA favorisiert. Die meisten Offiziere wollen Allende loswerden, auch wenn sie dafür die Verfassung brechen müssen. Die bürgerliche Mehrheit im Parlament drängt sie zum Putsch. Ich war noch nicht General, nur Oberst. Die Leute warfen uns Offizieren Maiskörner vor die Füße, wie den Hühnern. Es sollte heißen, ihr seid feige wie Hühner. Wir standen ohne Hosen da. Am 9. September ergreift die Marine die Initiative. Admiral Merino schickt einen Kurier nach Santiago, um Augusto Pinochet in die Pläne einzuweihen. Sollte der Oberbefehlshaber sich weigern, haben die Putschisten schon einen Nachfolger für ihn bestimmt, General Torres de la Cruz. Pinochet beugt sich dem Druck. Admiral Merino schrieb Pinochet, Augusto, wenn du nicht unterschreibst, die Marine wird auf jeden Fall handeln. Und er unterschrieb.
Am selben Tag fährt Pinochet zu Salvador Allende. Es ist Sonntag. Allende arbeitet an seiner Rede, mit der er die Volksabstimmung ankündigen will. Noch ist Zeit für einen politischen Ausweg. Aber der General, den seine Kameraden El Zorro, den Fuchs, nennen, hat sein Ehrenwort gegeben. Letzter Akt der Tragödie. Am Montag wollte Salvador die Volksabstimmung verkünden. Er sagte, damit ist die Gefahr eines Massakers vorbei. Unter den Gästen, die an diesem Sonntag zu uns nach El Cañaveral kamen, waren auch zwei Generäle in Zivil, Pinochet und Bonilla. Nein, es war Urbina. Sie drückten Allende ihre Solidarität aus, aber auch ihre Sorge über den drohenden Putsch. Salvador informierte sie, er werde am kommenden Tag den Plebiszit ankündigen. Wenn das Volk uns nicht mehr will, dann gehen wir. Sie überschütteten ihn mit Lob. Pinochet beglückwünschte ihn zu der Entscheidung und bat dann, seine Rede nicht am Montag, sondern erst am Mittwoch zu halten. Wegen armeeinterner Probleme. Salvador akzeptierte. Das Problem war, zwischen Montag und Mittwoch lag der Dienstag. Ich ging in den Salon der Unabhängigkeit. Auf der einen Seite sah ich das hübsche Gemälde von Subercaseaux und auf dem roten Sofa, zur Seite geneigt, den Körper des Herrn Allende. Zwischen den Beinen das Gewehr, das ihm Fidel Castro geschenkt hatte. Das sah ich an der Plakette. Sein Gehirn war herausgeflogen. Das Gesicht war fast intakt, aber angeschwollen. Ich erkannte ihn zuerst nicht, auch weil ich nur selten mit ihm zusammen gewesen war. Aber an seiner berühmten Armbanduhr konnte ich ihn identifizieren. Über Funk meldete ich: Mission ausgeführt, Moneda eingenommen, Präsident tot. Mord oder Selbstmord? Jahrelang hält sich die Legende, Allende sei im Kampf gefallen. Ein Märtyrer wie Che Guevara. 12 Getreue waren bei seinem Tod dabei. Einer von ihnen spricht darüber, nach 30 Jahren Schweigen. El Presidente de la República, junto a varios colaboradores que habíamos ahí. Wir waren mit dem Präsidenten der Republik zusammen. Er setzte sich, stellte das Gewehr zwischen die Beine und legte das Kinn auf die Mündung. Die Hand glitt nach unten zum Abzug und er drückte ab. Das war auf der rechten Seite des Präsidenten. Das Gewehr zielte hierhin. Dank Gottesdienst der Sieger. Thank you.
Das Volk darf sich weder unterwerfen noch opfern. Ich glaube an Chile und sein Schicksal. Eines Tages öffnen sich die breiten Alleen, durch die der freie Mensch schreiten wird. Das sind meine letzten Worte. Ich hoffe, mein Opfer ist nicht vergebens. Das ging ruckzuck. Auf einen Schlag platt gemacht. Mit wenig Opfern. Nicht so wie in der Sowjetunion mit 100 Millionen Toten. Unsere 1000 Tote sind doch nichts dagegen. Die Tragödie Chiles ist nicht zu Ende. Noch heute werden ermordete Anhänger Allendes in Massengräbern gefunden und an der Gedenkmauer für die Verschwundenen und politisch Ermordeten bestattet. Bislang sind die Mörder ohne Strafe davongekommen. Nicht, dass ich für Selbstmord bin, aber er hat sich das sehr gut überlegt und eine moralische Lektion erteilt. In einem Vers von Ernesto Cardenal heißt es, sie glauben, dass sie ihn getötet haben. In Wahrheit haben sie einen Samen in die Erde gelegt. La esperanza.